Ja, Namaste. Ich begrüße euch ganz herzlich heute zu Shambhavi Mudra. Das ist die Augenbrauenzentrumskonzentration und zum anschließenden Trataka. Das ist ja dann die Fokussierung in diesem Fall des Kerzenlichtes. Du kannst natürlich jedes andere Objekt für dich auch wählen, aber wir haben uns hier für das Kerzenlicht entschieden. Und zwar geht es beim Trataka dann im Anschluss auch um das Kejari Mudra wieder und das Ujjayi Pranayama. Das werden wir wieder mit integrieren, um halt eine volle Konzentration ausüben zu können. Nach außen hin, welches wir dann nach innen integrieren, eben Stufe 2, um uns dann auf das Kerzenlicht innerlich zu konzentrieren. Okay. Erstmal zeige ich euch das Shambhavi Mudra. Und zwar ist das nicht so einfach. Es ist schwerer als die Nasenspitzkonzentration, hat aber das gleiche Prinzip. Du kannst auch hier diesen Trick anwenden, dass du erstmal zur Nasenspitze schaust, mit beiden Augen gleichzeitig. Also eben die Nasenspitzkonzentration ausübst. Und dann mal mit deinem Daumen zur Nasenspitze gehst, halte deinen Blick auf deinen Daumen und dann fährst du halt deinen Daumen nach oben bis zum Punkt zwischen den Augenbrauen und dann löst du deinen Daumen und dann hast du im Grunde den Fokus dahingehend. Beide Augen schauen gleichzeitig nach innen oben und auch das könntest du jetzt eine Minute halten, wenn es geht. Wenn du merkst, oh, das ist mir zu anstrengend, dann schließ die Augen für einen Moment, beruhige sie kurz und dann schaust du wieder nach innen oben. Shambhavi Mudra, also das ist ja im Grunde auch ein Starrblick auf einen Punkt. Das heißt ja, dass mit einem Starrblick auch eine Gedankenstille eintreten kann. Okay, dann löse einmal kurz diese Anspannung, schließ die Augen für einen Moment. Ja, und dann öffnest du wieder die Augen sehr weit. Also das kann wirklich sehr anstrengend oder auch schwierig sein, das umzusetzen, dass man mit beiden Augen gleichzeitig nach innen oben gucken kann. Probier es einfach für dich aus und wenn es gar nicht geht, dann weiche auf Trataka zurück. Wie gesagt, du kannst dir da ja auch ein eigenes Objekt wählen zum Fokussieren. Jetzt gehen wir mal hier auf die Praxis ein. Ich stelle jetzt wieder die Kerzenflamme in Armlänge Abstand von mir auf und schaue dann in die Mitte des Kerzenlichtes. Am besten hier wieder die Dochtspitze anvisieren und dann für einen Moment halten. Versuch wieder, die Augen geöffnet zu halten. Also diese nicht zu schließen oder zu blinzeln, wenn möglich, damit du dieses Nachbild entstehen lassen kannst, wenn du die Augen geschlossen hast. Und jetzt roll mal die Zunge ein, so dass du mit der Zungenspitze deinen weichen Gaumenteil berührst und atmest dadurch in Ujjayi ein und aus, durch die geschlossene Stimmritze ein und aus. Praktiziere das so weiter für dich. Es ist so, dass du quasi deine Konzentration jetzt spaltest, beziehungsweise dein Bewusstsein spaltest. Einmal bist du der Kerzenflamme ganz gewahr, dann deinem Atem und eventuell zählst du auch dabei. Mach das jetzt mal weiter so, indem du jetzt in der Vorstellung bist, dass du das Kerzenlicht mit der Einatmung durch den Punkt zwischen den Augenbrauen bis zum Hinterkopf strömen lässt und in der Ausatmung von der Vorstellung wieder zurückführst, durch den Punkt zwischen den Augenbrauen zurück zur Kerzenflamme.
Und dann immer wieder so nach deinem eigenen Rhythmus einatmen, durchziehen bis zum Hinterkopf und ausatmen, wieder zurückkommen. Schließe dann die Augen, wenn dieses Nachbild entsteht, hinter dem Augenbrauenzentrum, wirklich so eine Art Kerzenlicht, dann mach es jetzt hier auch mit geschlossenen Augen, dass du dir vorstellst, mit der Einatmung diese Erscheinung, dieses Nachbild zum Hinterkopf zu führen und mit der Ausatmung wieder zurück vor die geschlossenen Augen zu führen. Immer wieder einatmen, dieses Bild zum Hinterkopf ziehen, in geschlossenen Raum und in der Ausatmung wieder vor die geschlossenen Augen zurückzuführen. Das ist nicht so einfach, aber wenn es nicht entsteht, also weder dieses Nachbild noch diese Praxis, dann stell es dir einfach nur gedanklich vor. Dann öffnest du die Augen wieder und so kannst du diesen Prozess immer wiederholen. Das heißt, du gehst vom Außen nach innen. Also fang mit deinem Objekt im Außen an, lass das Nachbild entstehen. Dafür brauchst du eventuell auch viel Praxis, bis das von alleine entsteht. Und dann versuchst du genau das Gleiche hier mit geschlossenen Augen umzusetzen, dieses Objekt, ja, wovon du quasi im Außen unabhängig geworden bist, vor und zurückzuziehen. Ja, dann wünschen wir euch auch damit viel Spaß. Auch das werden wir in der Lektionsstunde 9 umsetzen. Und ich denke, mit der Zeit kommt auch die Übung rein. Versuche es erstmal so für dich. Wenn gar nichts geht, kannst du natürlich immer bei Stufe 1 bleiben und einfach nur das Objekt anvisieren. Ja. Viel Spaß und Namaste.